7. Dezember, Tag Nummer 7, logischerweise. Ich bin gespannt, was ihr für Kommentare gestern da gelassen habt, weil, wie ihr wisst, finde ich ja in der Vorproduktion. Deswegen bin ich richtig gespannt. Ich werde darauf dann die Tage eingehen. Aber ich möchte heute gar nicht so viel zu erzählen, sondern so wie die ersten Videos ein bisschen das Thema halten. Und zwar habe ich gesehen, dass wir heute bei der Nummer 7 sind und die ist ganz groß. Ich weiß auch nicht, was drin ist. Und heute bin ich nicht so assi wie die letzten Tage und schaue als erstes rein, sondern heute schaut ihr als erstes rein. Seht ihr das? Was ist drin? Ich habe es jetzt wirklich noch nicht gesehen. Yay! Wir haben wieder eine Tüte drin. Und ich glaube, unsere Reifen fangen endlich an zu brennen. Juhu! Wir aufmachen. Yay, wie geil ist das denn? Boah, die Flammen. Guckt euch die mal an, die sehen ja mega cool aus. Ich hoffe, die Kamera hat es irgendwie fokussiert. Wie geil ist das denn? Guckt mal. Yay! Alles geht in Flammen auf. So, zack. Zack, 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 zack. Wir haben Flammen. Das heißt, unsere Reifen brennen endlich. Muss ich nur gucken, dass ich das da irgendwie richtig reinbekomme. Ohne, dass ich was zerstöre. Ups. So, die Reifen brennen und der Reifen ist runtergefallen. Dann schmeißen wir den hier in den Werkzeugkasten rein. So, können wir noch ein bisschen hindrehen, dass es passt. Geil. Ich bin begeistert. Darauf habe ich gewartet. Darauf warte ich schon seit 7 Tagen, dass diese Reifen anfangen zu brennen. Hier oben kommt auch noch irgendwie was hin. Da sind auch noch Löcher drin. Ich bin gespannt, was da noch reinkommt. Ja, Leute, das war's heute mit dem Video. Ist sehr cool, dass es richtig gepasst hat jetzt mit den Reifen. Lasst gerne eine Bewertung da, mehr möchte ich heute gar nicht sagen. Ich habe gestern schon so viel geredet und deswegen freue ich mich, dass ihr da wart. Und wir sehen uns morgen am 8. wieder. Ich hoffe, ihr hattet heute einen schönen Tag und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann!